Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Assassin's Creed Mirage. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst und würden mich sehr freuen, zu der ihr dazu entscheiden solltet. In diesem Part haben wir ein bisschen was zu lesen. Wir werden noch eine Truhe zu finden. Und ein Rätsel müssen wir auch noch finden, übrigens. Auch ganz spannend. Da ist noch ein Rätsel, was wir finden müssen. Ich habe da noch gar keine Idee, wo wir das Rätsel finden werden. Also wirklich gar nicht. Nicht was eine leise Vermutung oder so. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen, ob das mit unserem Bögelchen funktioniert. Dass der uns vielleicht anzeigt, wo das ist. Ich meine, das eine wird vermutlich die Truhe sein, die wir gleich finden können. Oder ist das wirklich das Rätsel, was hier irgendwo liegt? Keine Ahnung. Unter der Brücke oder so. Die Tore Bagdads. Seit seiner Gründung war Bagdad von Mauern umgeben, die seine Bewohner vor Eindringlingen und Sandstürmen schützten. Eine Reihe großer Tore erlaubt es den Militärprozessionen und Händlern, diese beeindruckenden Befestigungsanlagen zu durchstreiten. Das auffälligste Merkmal der Stadt war ihr runder Aufbau. Die kreisförmige Gestalt war von neueren Städten des 7. Jahrhunderts und antiken Städten Figur oder Ve Ardashir beeinflusst, die von sassanidischen Königen Jahrhunderte vor der Gründung Bagdad durch Kalif al-Mansur errichtet worden waren. Im 10. Jahrhundert war Bagdad über die runde Stadt hinausgewachsen und diese wurde aufgegeben. Aufgrund der Zerstörung der Stadt 1258 durch die Mongolen und die folgende städtische Entwicklung auf den Ruinen haben keine archäologischen Belege der runden Stadt überdauert. Die kreisförmige innere Stadt konnte durch vier gleich weit voneinander entfernte Tore betreten werden, an jedes Tor in eine andere Region oder Stadt des Reiches und wurde nach diesem Ziel benannt. Bab al-Kufa im Südwesten, Bab al-Basra im Südosten, Bab Shorazan, Ost-Iran und Usbekistan im Nordosten und Bab Ash-Sham, Syrien bis zu Damaskus im Nordwesten. Die äußere Mauer wies viele weitere Tore auf. Die meisten werden nach einem Merkmal oder einer Besonderheit in der Nähe benannt, zum Beispiel nach einem Granatapfelmarkt oder einer Mühle. Einige waren für berühmte Ereignisse bekannt, die dort stattfanden. Wie in anderen Städten des Reiches trug das Eiserne Tor seinen Namen, weil es als Galgen diente und darauf die Köpfe von Verrätern als Warnung an andere ausgestellt wurden. Der berühmteste unter ihnen war des Kalifen Al-Amin, regierte 809 bis 813, nachdem dieser in einem Bürgerkrieg besiegt worden war. Zeige mir alles. So, da vorne ist das. Das wird doch ein Rätsel sein und keine Truhe, oder? Ja, das ist ein Rätsel. Das ist ein Grab da unten, oder? Eine Grabstätte. Das wird eines der Rätsel sein. Da haben wir die Truhe vielleicht schon aufgedeckt und noch nicht gemacht. Oder haben nicht den Weg dahin gefunden. Das kann natürlich sein. Müssen wir mal schauen. Kriegen wir schon hin. Wenn wir jetzt das Rätsel haben und wenn wir alle Rätsel gelöst haben, dann fehlt uns noch ein Buch danach. Also das Rätsel plus die zwei Städten und die eine Truhe. Dann. Ja. Aber die Rätsel lösen natürlich nochmal ganz was anderes, ne, als Rätsel finden. Yalla! Da muss ich da wieder mein Sherlock Holmes Kostüm rauspacken. Weil Potato mal wieder zum Detektiv wird. Ich meine, bei Shadows of Doubt sind wir übrigens auch ein Detektiv. Kann ich nur sehr empfehlen, das Spiel übrigens. Sehr, sehr schönes Spiel. Schaut es euch ruhig mal an. Oder seid sogar live dabei, weil dann seid ihr bei mir in der Stadt bei Shadows of Doubt. Kein Witz. Twitch-Integration macht's möglich. Jetzt gibt's noch mal ein paar Informationen über die Gräber oder was und die. Wie bestattet wurde und so, nehme ich mal an. Zubaydah binten Jaffa. Zubaydah binten Jaffa, Tochter Jaffas, war eine der berühmtesten Abbasiden-Prinzessinnen. Ihre frommen und wohltätigen Stiftungen machten sie zu einer beliebten Persönlichkeit ihrer Zeit, deren Andenken auch in vielen Geschichten aus Tausend und einer Nacht, wo sie als häufig wiederkehrende Figur auftritt, gewürdigt wird. Zubaydah wuchs am Hof ihres Großvaters, des Kalifen Al-Mansur, regierte 754 bis 775 auf. Die Legende nach wählte er ihren Namen, kleine Butterkugel, um zu beschreiben, dass sie der beste Teil ihrer Familie war, so wie Butter das beste Produkt aus Milch ist. Nachdem sie ihren Cousin, den Kalifen Harun al-Rashid, regierte 786 bis 809 geheiratet hatte, Cousin, wurde sie zu einer mächtigen politischen Figur und einer großzügigen Gönnerin.
Alabama. Zu ihrer berühmtesten Wohltaten zählt die Verbesserung der Pilgerroute aus Alabama nach Alabama, Irak nach Mekka, die später ihr zu ihren Zubaydas Weg genannt wurde. Es war ein wichtiges, wohltätiges Projekt, für das sie immense Ressourcen aufwendete. Sie ließ sich außerdem einen großen und opulent ausgestatteten Palast in Bagdad errichten, in dem sie eigene intellektuelle Debatten, Gedichtvorträge und theologische Diskussionen veranstaltete. Nach dem Tod ihres Gatten wurde ihr Sohn Al-Armin, regierte 809 bis 813 dessen Nachfolger als Kalif. Doch schon bald brach ein Bürgerkrieg um Al-Armin und dessen Halbbruder Al-Mamun, regierte 813 bis 833 aus, in dem letzterer die Oberhand gewann und Bagdad von August 812 bis September 813 belagerte. Zubaydah unterstützte ihren Sohn während der Belagerung und zog in der Endphase der Kämpfe aus ihrem Palast zu ihm in die runde Stadt. Schließlich wurde Al-Amin gefangen und hingerichtet. Zubaydah wurde aus Bagdad verbannt, kehrte jedoch nach ein paar Jahren zurück. Nach ihrem Tod im Jahr 831 wurde sie unter einem, wie es hieß, unscheinbaren Grabmal begraben. Dieses entwickelte sich schnell zu einem beliebten Ort für Pilger, die von dort aus zum Hadsch aufbrachen und sich zuvor noch bei der beliebtesten aller Abbasidenköniginnen für ihre wohltätigen Spenden bedanken wollten. Schöne Geschichte. So. Ach, falsche Taste. Ja! Die Geräusche. Ehrlich. So, dann wollen wir mal zum letzten Punkt da vorne gehen. Dann haben wir alle Codex-Einträge, nehme ich mal an. Also, bis auf die Personen, die noch fehlen, die wir dann in der Story kennenlernen werden. Das sind auch nur 5 Stück scheinbar. Also wir sind dann sehr gut dabei bei dem Spiel. Bagdads Kanäle. In Bagdads trockenem Klima war die Wasserversorgung der Stadt von einem dichten Netzwerk natürlicher und künstlicher Wasserwege abhängig. Allen voran natürlich der Tigris und seine in die Diyala mündender Seitenarm. Zusätzlich gab es ein Kanalnetz, dessen Bau an Jahrtausend zurückverfolgt werden konnte und welches von den Umayyaden und Abbasiden instand gesetzt und erweitert wurde. Das Netzwerk war überall in der Stadt unglaublich dicht und reichte von großen, schiffbaren Kanälen bis hin zu schmalen Gräben. Ein Teil des Wassers kam auch über Kanäle vom Euphrat im Westen. Dieses riesige System erfüllte mehrere Zwecke. Es versorgte die Stadt mit dem nötigen Wasser für den täglichen Bedarf, Konsum, Hygiene, Abwassersystem und so weiter. Es spielte eine entscheidende Rolle bei der Bewässerung von Anbauflächen und Bagdad, wodurch diese zur Kornkammer der Stadt und erwachsene Vororte avancierten. Die durch Kanäle verbundenen Flüsse Euphrat und Tigris waren außerdem wesentliche Kommunikations- und Handelswege von globaler Bedeutung, auf denen Waren und Menschen vom Indischen Ozean in den Mittelmeerraum gebracht wurden. Zu guter Letzt konnten die Wasserstraßen bei Bedarf leicht in ein praktisches Verteidigungsmittel umfunktioniert werden. Die meisten Brücken Bagdads ruhten auf Schwimmkörpern, die im Angriffsfall getrennt oder zerstört werden konnten. Dieses nützliche System hatte seinen Preis. Es instand zu halten war arbeitsintensiv und verlangte den Einsatz von immer mehr freien und unfreien Arbeitern. Damit haben wir alle Dinger. Yay, Ubisoft Connect Levelaufstieg. Yay, Kernherausforderung abgeschlossen. Yay, haha, hey, yay. Nice, geil. Hammer. Hammer geil. Das Problem ist, die eine Ausrüstungstruhe, die uns noch fehlt. Ich habe keine Ahnung, wo wir suchen sollen. Ich habe nicht mal im geringsten Ahnung, wo wir hier gucken sollen, wo das sein könnte. Das kann theoretisch überall sein. Das ist, und naja, unser Vögelchen hilft uns da leider auch nicht weiter, ne?
Vielleicht ist die halt wirklich hier vorne und das Vögelchen hat es einfach nicht angezeigt. Das ist der einzige Ort, den ich noch sehe, der so ein bisschen wie so ein bewachter Ort aussieht, wo man vielleicht überlegen könnte, dass da was ist oder so. Ich habe keine Ahnung. Kann man irgendwie Legende, aber man kann nicht quasi Sachen markieren, auch auf weiter entfernte Distanz sowas wie Truhen anzeigen lassen, glaube ich. Das bisschen blöd, ich kann auch nicht durchschalten durch Truhen, wie das früher in Assassin's Creed ging auf den Karten. Ich kann nicht irgendwie, ja, das ist echt ein bisschen schade. Früher bei Assassin's Creed war die Map echt besser. Und das ist traurig, dass die Map halt früher echt besser war. In alten Spielen war die Map besser. Ihr müsst euch mal überlegen, ihr könnt nur auf der nächsten Zoom-Stufe, die ihr habt, nur da könnt ihr halt die Truhen und sowas sehen. Und das ist halt total dumm, oder? Jetzt die Truhen in diesem riesigen Land zu suchen, weil scheinbar habe ich sie ja aufgedeckt. Truhe. Weil ein Kilo findet nichts mehr. Also will ich sie wohl irgendwo mal aufgedeckt haben. Aber jetzt finde ich sie halt nicht mehr. Und, das ist ein bisschen blöd, natürlich. Ich meine, hier war ich auch nicht so wirklich, ne? Da ist immer noch so ein bisschen... Vielleicht ist es sogar hier, weil hier ist ein Ort, den haben wir noch nicht wirklich entdeckt. Vielleicht, ja, vielleicht ist es ja da. Mal gucken. Pff, ist der letzte Ort, der mir noch einfällt, wo wir gucken können. Also der letzte Ort, der aussieht wie ein Ort. Oh, Spiel ist abgestürzt. Das ist immer schön. Ich liebe es, wenn das Spiel abstürzt. Das ist einfach, das zeugt einfach von Qualität. Das zeugt einfach von Qualität. So, und dann starten wir das Spiel wieder neu. Ja, dauert einen Moment. Aktuelle Ubisoft-Spiele sind immer so. Da musst du erst die Nuvo hochfahren, da musst du VM gestartet werden, in der VM, in der VM, in der VM. Da müssen Sachen entschlüsselt werden, da müssen in dieser tausendfach VM-Version muss dann natürlich irgendwelche Sachen ausgerechnet werden. Wir kennen das ja schon. Die machen ja das nicht nur die Nuvo, die machen das auch mit einem eigenen Kopierschutz verbunden. Ubisoft ist da ganz, ganz schlimm. Man könnte natürlich jetzt sagen, Potato Rum, schnell ist das nicht raus, aber ihr sollt das schon auch sehen, dass das Spiel abstürzt. Ich meine, gehört ja zum Spiel dazu offensichtlich. Ey, ich muss ehrlich sagen, das Spiel hat nicht viele Bugs, ja. Das Spiel ist ein bisschen glitchy. Aber so wirklich richtige Bugs hatte ich jetzt nicht, die wirklich das Spiel kaputt machen. Bis auf den Absturz jetzt. €10. Natürlich mit Spielvorteilen, guck mal. Natürlich Spielvorteile. Max Upgrade und Gegnern zugefügte Effekte dauern 100% länger an. Natürlich Spielvorteile. In einem Singleplayer-Spiel. Guck mal hier, schön. Ach, die 40 Räuber war sogar das Vorbesteller-Ding. Meisterattentäter-Paket. Kartenpaket, Feuerdämonenpaket, boah, Hammer, oder? Wollt ihr auch noch sowas reiten? Ist doch voll krass, und so einen kleinen Drachen haben als Vogel. Hoho! Ho. Oh mein Gott. Ah. Oh. Ich darf da nicht reingucken, das tut weh. Ich krieg physische Schmerzen, wenn ich das sehe. So weh tut das, so weh.
Okay. Dann die lange Reise. Aber eigentlich kann es da nicht sein, weil das hätten wir mit Enkidu ja gesehen, oder? Aber vielleicht zeigt Enkidu an Hundi Bereiche an, die man schon entdeckt hat. Die Sachen. Also die Sachen, die man aufgedeckt hat. Dann gibt es dummerweise aber noch ein paar kleinere Gebiete, wo wir auch nochmal aufdecken müssten, im schlimmsten Fall. Sei meine Augen, Guido. Waren wir da hinten nicht wegen Bagdads Geschichte oder sowas? Nee, nee. Das war, glaube ich, ein anderes Dorf. Kannst du nicht da drüber springen? Ja! Okay. Was siehst du, Sadiki? Ich sehe leider immer noch keine Truhe da hinten. Ich meine, es sieht aus, als würde da eine Truhe sein. Das ist nämlich eine befestigte Anlage. Da ist eine Truhe. Wunderbar. Zeige mir alles. Deswegen hat es nicht angezeigt, vermutlich. Das Wagnis war zu groß, Sadiki. Verzeih. Enkidu kann jetzt sicher kundschaften. Na, kundschaften brauchen wir nicht unbedingt. Wir müssen da unten die Tür öffnen, scheinbar. Ah, ne, die Truhe ist einfach da unten. Dann tötet euch mal gegenseitig. Hat da jemand einen Flammenwerfer? Ah ja, tatsächlich. Shit!
Ja, die Truhe ist einfach hier. Easy. Ich weiß nicht, warum man da oben die versperrte Tür wegmachen sollte. Oder was damit auf sich hat. Da ist ja nicht mal so was Wichtiges drin. Vielleicht hat das wirklich was mit der Story zu tun. Da drin ist ein Text, den ich gesehen habe gerade. Vielleicht hat das einfach mal mit der Story zu tun. Das kann ich mir gut vorstellen, dass die Story nochmal hier hinführt. Das heißt, wir haben das Gebiet hier jetzt auch fertig, Leute. Wir haben alles fertig. Außer das, das Innere bei der Stadt. Das haben wir noch nicht fertig, aber ich weiß auch nicht, ob wir das Buch bekommen. Das sind Sachen, die ich euch nicht beantworten kann, ob wir das hinbekommen. Wir waren da ja schon mal am Rumlaufen. Wir haben das ja alles schon mal gesehen. Nur keine Ahnung, ob wir das finden. Das, ich überlege gerade, ob ich das google, weil ich meine, das muss ja irgendwie was im Englischen auch was mit Green bla bla. Book, Green, Assassin's Creed. Mirage. Also laut dem hier muss man scheinbar bis zum Ende des Spiels kommen. Okay. Okay, dann wissen wir das schon mal Bescheid. Dann weiß ich da schon mal Bescheid. Das können wir nicht machen. Ich habe nachgeschaut und wir können das nicht machen bisher. Es ist leider so. Wir haben aber noch Verbesserungspläne für Montur des Verbands. Die Montur und das Schwert. Ich will natürlich noch verbessern. Und wir haben ein Geschenk für dich. Wir haben hier ganz viele Rätsel. Wir sollten mal ganz kurz upgraden gehen. So viel Zeit muss sein. Am besten bei einem Assassin versteckt. Das ist doch immer relativ in der Nähe, oder? Ja. Da ist Schmiede. Da ist Schneider. Ich meine, da können wir direkt hier oben hin. Ah, ich habe das Buch noch markiert. Ja gut, wenn wir das Buch nicht finden, wie gesagt, muss ich gleich abhaken. Also finden, ja, wir wissen ja, wo es ist, nur wir kommen da halt nicht hin. Ich grüße dich. Sei gegrüßt. Was hast du da? Sieh dir meine Auslage an. Ich habe ein Händchen für scharfe Dinge. Abgemacht. Brauchst du etwas Spitzeres? Sonst das muss dann etwas? Aber mit den Rätseln zusammenhängen, oder? Die letzten Upgrade-Pläne. Ich sollte mal weiter. Bis bald! Das ist so lang. Hey, weißt du noch, das Hallo. Sei gegrüßt. Was gibt's? Hier ist... Eine starke zusätzliche Schutzschicht ist immer gut. Danke. War's das fürs Erste?
So, wir haben keine Ressourcen mehr übrigens. Ich muss aufbrechen. Gute Reise. Wir haben einfach keine Ressourcen mehr. Und noch nicht alles geupgradet, aber fast. Wir haben fast alles geupgradet. Aber dann nur fast. Nicht alles. So, was war jetzt noch? Die Rätsel, genau. Die Rätsel. Wir haben noch die Rätsel zu machen. Wer ist das Ausrufezeichen verschwindet da oben? Kellerschlüssel. Okay, dann schauen wir mal das erste Rätsel, eine Herausforderung. Hältst du dich für klug, dann finde meinen Schatz. Wende dich gen Osten, dort sehen Gelehrte. Bock. Waage und Kürbis an ihrem Platz. Suche die Insel auf, die das Wasser spaltet. Tauch ein bis zum Latz, um es zu durchwaten, und du findest heraus, dass an meinem Rand Räder wühlen. Lauten Geschmatz, darin findest du, was einst stolz geragt und gefällt und verzagt. Um Schreiberlingen zu helfen, jenseits meiner Mauern, musst du kauern. So hältst du zur Belohnung des gelehrten Satz. Gen Osten? Ich nehme an, das hier? Die Insel, die das spaltet? Ich weiß es nicht. Oder meinen die wirklich ganz, ganz weit hier? Welche Insel spaltet denn das? Das ist wirklich hier im südlichen... Nee, im südlichen Lager wird das nicht sein. Ich meine, das ist ein Kloster. Was mit Gelehrten? Hafenlager wird ja nicht Gelehrte sein. Große Garnison auch nicht. Das hat auch nichts mit Gelehrten zu tun. Prinzenpalast ja auch eigentlich nicht, oder? Brahafen? Ich glaube, das müssen wir. Da muss ich nochmal überlegen. Das ist mir jetzt ein zu schweres Rätsel für jetzt gerade. Glück unter Trauen im Palmen. Das sieht eher nach was für mich aus. Da ist eine Brücke, da geht's ab und da sind die Plantagen. Da ist eine Straße durch. Okay, Moment. Also hier unten, das ist der Weg oder was? Nee, warte mal. Noch mehr Palmen gibt's aber nicht, ne? Das ist nur hier unten mit den Palmen. Das ist die Spaltung hier, ne? Die wir gesehen haben. Moment. Ja. Und südlich des Weges, der direkt daran verfolgt. Quasi. Also wirklich hier einfach. Wo jetzt aber gerade keine Palmen mehr sind, lustigerweise. Dann schauen wir mal. Da, wo die Vögel sind, sollte man normalerweise immer auf einen Heuhaufen springen. Oder in den Heuhaufen. War jetzt diesmal nicht so. Na gut. Das Spiel ändert seine Regeln einfach mal. Lass uns mal ganz kurz gucken, wo genau das da in der Position sein soll.
Da geht ein Weg durch, der das trennt, und in den südlichen Ding soll das sein. Also quasi hier in dem Ding soll das sein. Da. Grüner Verborgener, das gibt Farben. Aber wie kriegen wir die letzten Upgrades dann? Vermutlich durch Story-Fortschritt oder was? Weil das sind, was können wir denn nicht upgraden derzeit? Ja, trotzdem, das hat doch nichts mit dem Hidden Ones zu tun. Das hier würde ich verstehen, dass wir das erst upgraden können, wenn wir die Story weitermachen. Das gleiche gilt für die Waffe hier, dass wir die erst upgraden können, wenn wir die Story weitermachen. Aber der Rotstarm-Dolch, das Händlerding, keine Ahnung. Vielleicht kriegen wir das, wenn wir das mit den Büchern machen oder so. Das, ich weiß es nicht, wie wir das bekommen. Na gut, was sagt das nächste Rätsel? Löse dieses Problem schnell für mich. Kaufleute in dem Dorf nordwestlich von Yaraya weigern sich, ihre Steuern zu bezahlen. Eine Entschädigung mit Zinsen ist fällig. Finde ihr Lager und gleiche die Bücher angemessen aus. Erstatte Bericht, wenn du fertig bist. Nutze alle nötigen Mittel. Nordwestlich von hier. Okay, nordwestlich. Da ist auch gar kein Dorf mehr gewesen. Ah, das Dorf hier. Meinen die vermutlich. Ich hoffe, dass ich noch mehr Aufträge freischalte, wenn wir die Hauptgeschichte weitermachen. Ich möchte noch ein bisschen mehr Nebenzeug machen. Okay, das Dorf ist ziemlich niedergebrannt, wenn ich ehrlich bin. Aber heißt das, wir müssen das ganze Dorf hier durchsuchen und das muss hier irgendwo sein. Begraben. Irgendwo in diesem Dorf. Ah, da ist es doch schon. Okay, es ging einfacher als gedacht. Goldener Verborgen, auch schön. So, wir sehen uns wieder im nächsten Part, meine lieben Freunde. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pet verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss.